Guten Morgen, wir sind heute im Bikepark Osternur. Ja, normalerweise sollten wir jetzt eigentlich hier Ski oder Snowboard fahren, aber es liegt kein Schnee. Nee. Deswegen haben sie den Bikepark geöffnet, Gott sei Dank. Yeah. Wir haben überlegt, erst nach Bergfelden zu gehen, aber Osternur ist näher dran. Deswegen sind wir jetzt nach Osternur gefahren. Und ja, wir sind jetzt schon ein paar Runden gefahren. Der Matthias. Ja, der, das bin ich. Der hat nach zwei Runden seine Felge da geschrottet. Da an dem Baum. An dem Baumstumpf. An dem Baumstumpf. Etwas. Und ja. Ja. Und der macht ab jetzt halt einen Kameramann. Da bin ich heute der Kameramann, ne? Genau, so läuft die jetzt. Und was ist, wenn da der Werkzeugschlüssel drauf ist? Dann ist der im Werkzeugmodus. Du könntest das. Bisschen weiter nach vorne muss ich. Der Stefan. Der Stefan? Ja. Ja, macht Spaß. Ja. Gut, dass man sich vorher nicht mal anschaut. So. Wow. Danke. Zu lange um das Ding zu springen. Lenkungslager. Ich habe etwas viel Spiel hier. Extrem viel. Oder ist das Carbon schon ausgeschlagen? Könnte auch sein. Ich glaube, ich roll jetzt mal ein bisschen runter. Ne, guck, weil der ist ja hier geklemmt. Und wir müssen es ja so wieder runterziehen. Wir müssen da auch aufmachen. Wollen wir Schlitten fahren? Ja! Wollt ihr Schlitten fahren? Ja! Wir wollen Schlitten fahren. Hätten wir auch lieber einen Schlitten kaufen sollen. Ja. Die kriege ich auch rum. Also jetzt zwei Fahrräder kaputt? Ne, Quatsch. Haben jetzt das Lenkkopflager ein bisschen mal nachgestellt. Das hat etwas geklappert. Das war irgendwie echt sehr lose. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das passiert, sowas. Dass es so lose ist. Der Schleiß. Aber wie passiert sowas? Sowas? Das werden wir nie erfahren. Also gut, ich mache noch die Schrauben wieder zu. Das ist so eine kurze Pausensektion, weißt du so? Und dann fragen. Schon gerade. Mhm. Hi. Das ist aber langsam extrem rutschig. Zumindest ich hatte heute einen super Tag hier im Bikepark nur. Ich fand es richtig gut, dass die heute auch gemacht haben. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, das erste Mal, dass sie im Winter öffnen vom Bikepark. Aber da halt hier eigentlich überhaupt kein Schnee liegt, haben sie den Bikepark eben aufgemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Schade war natürlich, dass der Matthias sein Fahrrad gleich am Anfang nach zwei Runden kaputt gemacht hat. Aber gut, dass ihm nichts passiert ist. Ich hatte jetzt insgesamt auch zwei kleinere Ausfälle. Mein Lenkkopflager ist ja einmal, ja, das ist ein bisschen groß gewesen. Und dann an der Hinterachse hatte ich auch noch mal eine lockere Schraube. Das heißt für mich, ich muss zu Hause mal alle Schrauben noch mal nachziehen.
Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß. Hier, die haben ein paar Sachen umgebaut, den einen großen Sprung mit dazu gebaut. Der hat richtig Spaß gemacht. Die Nordshore-Teile, die da sind, gingen eigentlich auch alle ganz gut zu fahren. Zumindest die Drops und sowas. Das war nicht so rutschig. Dann schauen wir mal, dass wir für Matthias wieder eine neue Felge vorne bekommen. Dann ist er nächstes Mal auch wieder mit dabei. Das nächste Video kommt dann am Montag wieder. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne machen. Könnt auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich versuche jedes zu beantworten und dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.